Willkommen zu unserem Video des coolen Ausflugs, des super coolen Ausflugs, des Ausflugs der Ausflüge auf Neuseeland. Wer in Neuseeland ist und macht diesen Ausflug nicht, hat selbst verkackt. Wie gesagt, das ist unser Special Überraschungs mega krasses Video. Wir waren bei den Milford Sounds und es war wunderschön. Also mein Favorite Ort auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch so der atemberaubendste Ort. Wir sind von hier losgefahren, ungefähr 2 Stunden, 1,5 Stunden nach Te Anau. Von da beginnt dann der Highway 94 in Richtung Milford Sounds. Und dann, wie im Buch beschrieben, ich zitiere, ist manchmal der Weg das Ziel und das ist hier auf jeden Fall der Fall, weil während man zu den Milford Sounds über diesen Highway fährt, kommt man immer wieder an krassen, spektakulären Bergen und Felsformationen vorbei, Seen, Tunneln, alles, also ist wirklich alles enthalten, was man sehen will oder sich so von der Seele vorstellt. Doch, ich wollte nicht reinbringen, das war so. Ja, als erstes sind wir auf diesem Highway am Lake Te Anau vorbeigekommen. Das ist ein großer See, er ist mal schön. Wir haben ihn mal für euch gefilmt. Ja, er ist aus einem Gletscher entstanden. Also, hier der See. Also, dann sind wir weitergefahren in so einem Wald. Immer im Buch steht Scheinbuchenwälder. Ja. Auf jeden Fall sind wir durchgefahren und damit tiefer in das Fjordland eingedrungen. Hm. Wir haben halt einen Fluss angehalten. Weil wir halt so einen Berg filmen wollten, der war halt unnormal krank steil. Ja. Also wir dachten es in dem Moment, aber es kam halt noch krasser später. Ja. Was krasser noch als der Berg in dem Moment war, war einfach der Fluss, weil das Wasser war es noch war nicht klar. Es war so klar. Ich habe noch nie in meinem Leben so klares Wasser gehabt. Sie hat auf jeden Fall ein Foto vom Wasser gemacht und möchte euch jetzt zeigen, dass es aussieht, als wäre das schon im Handy ein Hintergrund, so ein vorgegebener Hintergrund. Schaut das Wasser an. So war das Wasser einfach. Es war so schön. Nachdem wir an diesem Fluss waren, sind wir weitergefahren und haben dann an einem See halt gemacht, der wirklich ganz glatt war. Aus diesem Grund konnte man eben einen Berg, der genau dahinter war, filmen, der sich genau in dem See wieder gespiegelt hat. Es war so schön. Also auch da war das Wasser wieder so klar. Weitergefahren. Kurz bevor man zu dem Milford Sound kommt, muss man eben einen Tunnel passieren, der laut Buch und laut Erzählungen mit der Hand gemeißelt wurde damals. In den 30er Jahren wurde dieser Tunnel angefangen zu bauen. Es war so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, also ich brauche mehr Arbeiter in meinem Land, mehr sehe ich. Ich brauche nicht mehr Arbeiter, ich brauche mehr Arbeit. Ja. Eins weiß ich nicht. Und ich glaube, um die 60er Jahre haben die den fertig gehabt und dieser Tunnel ist, glaube ich, 1300 Meter lang. Ja, das Krasse an dem Tunnel ist einfach, er wurde halt einfach wirklich einfach nur in den Berg reingehauen. Ja. Es ist nicht so, wie wenn ihr so einen Tunnel irgendwo anders kennt, der dann so echt ausbetoniert ist und sowas, der dann schön gestützt ist. Wenn du da reinfährst,
sieht halt auch, als wäre da einfach einer hingegangen und hätte den da durchgehauen. So gruselig. Ich bin da durchgefahren. Ich hatte so verdammt Angst. Wirklich. Ohne Spaß. Thomas die ganze Zeit so. Also es war eine asphaltierte Straße, aber wirklich die Decken und Wände sah aus, als wäre da einfach einer reingegangen, hätte ihn da reingehauen. Und ich muss dazu sagen, diese asphaltierte Straße, da waren auch so viele Hubbel und sowas drin. Es war schon krank. Auf jeden Fall von diesem Tunnel, wie wir reingefahren sind und davor stehen bleiben mussten, ein Clip. Als wir dann aus diesem Tunnel rauskamen, traf uns der Schlag, weil, wie wir gesagt haben, von Mal zu Mal wurde es einfach irgendwie immer krasser. Es wurde einfach immer spektakulärer. Ja. Die Berge wurden noch höher und noch steiler und es sah einfach immer alles noch krasser aus. Du bist einfach aus diesem Tunnel gekommen und auf einmal überall neben dir waren so hardcore hohe Berge. Die waren vorher ja auch schon da, aber dann war es nochmal krasser. So. Ja, also es war echt. Ja. Und dann die Straße, du musstest so eine Serpentinenstraße runterfahren und so. Ganz nah an den hohen Steinbergen entlang. Ja, es war auf jeden Fall echt krass. Dann sind wir natürlich da hängen gegangen, haben gedacht, oh, wir sehen jetzt irgendwas Spektakuläres. Also ich habe so gedacht, ich sehe jetzt irgendwas Krankhaftes, Cooles. Und dann war das so... Also es war immer noch krass, weil es war quasi das Felsige, was wir vorher hatten, jetzt nur mit See in der Mitte. Weil das, weil wir gelernt haben, das ist ja ein Fjord. Also eine felsige Berglandschaft, aber statt Tälern Seen dazwischen. Ja. Also ich war zumindest ein bisschen enttäuscht, weil ich habe erst gedacht, so, wir haben vorher so viele krasse Sachen gesehen. Ich war so beeindruckt von den ganzen vorherigen Sachen, dass ich gedacht habe, jetzt am Ende kommt der Special-Ausblick, krankeste Kacke. Es war für mich nicht so. Und dann sind wir in so ein Informationszentrum gegangen. Und haben uns dann auf jeden Fall entschieden, eine Bootstour zu machen. Touri-mäßig, wie wir es eigentlich ja nicht so gerne machen, haben wir es aber dann mal gemacht, weil wir haben uns gedacht, wenn man in Neuseeland irgendwo eine Bootstour machen sollte, dann ist es da auf jeden Fall, weil du kommst nicht anders in dieses Fjordland weiter rein. Ich glaube, es hat $79 pro Person gekostet. Es war halt teuer, aber es hat sich trotzdem unserer Meinung nach gelohnt. Ja, sehr auf jeden Fall. Weil gerade so wie das Boot auch fährt, der fährt dann so ganz nah an so hohe Wände so ran. Ja, und da waren so viele Wasserfälle und es war auf jeden Fall mega, mega krass. Schön. Ihr seht es ja jetzt selber im Video. In dem Fall die Tasmansee gefahren. Es war wirklich sehr schön und wie gesagt, wir hatten mega, mega krasses Wetter. Wir hatten echt ein schönes Wetter. Ja, man sagt, die regnerreichste Region, die es da gibt, halt wegen den ganzen Bergen und sowas. Es gibt Jahre, da sind nur 7 bis 9 Tage im Jahr, wo es nicht so wirklich gar nicht regnet.
Und wir haben dann einen davon erwischt. Es war auf jeden Fall mega schön. Kalt und windig, aber in der Sonne war es schön. Ja, und wir hatten blauen Himmel, nicht so oft vorkommt. Also wir waren sehr bedient. Ja. Nachdem wir dann am Meer ankamen, sind wir einfach den gleichen Weg zurückgefahren, an der anderen Küste quasi, des Fjords entlang. Da gibt es auch noch mal ein paar Clips. Und das war unser dicker Ausflug nach Milford Sound. Er hat sich gelohnt. Das ist auf jeden Fall Platz 1 auf der Bucketlist. Ja. Also das ist einfach beeindruckend. Weil wir haben, wie gesagt, die Berge sehen da zum Teil aus wie in Avatar auf Pandora. Ja, also fliegen es ist dann so krank. Das krasseste finde ich da einfach diese Steine. Aber direkt auch ins Wasser und da gibt es kein Ufer, wo du Kiesstrände oder so. Nee, da ist, das ist echt, sieht echt crazy aus alles. Ja. Das war's mit unserem Video. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir fanden es wunderschön. Wir hoffen, ihr liked es und bewertet es. Und ich mache euch ja Hunger, dass ihr auch nach Neuseeland wollt. So, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bewertet, kommentiert, abonniert, Glocke anschalten, teilen. Schaltet. Fertig. Okay. Tschüss. Ciao, ciao.